Willkommen zu einer neuen Folge von Clockwork Wizards Filmgeschichten. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Clockwork Orange, der Kultfilm von Stanley Kubrick, und wir freuen uns, mit euch über Sex und Ultraviolence zu sprechen. Bevor wir uns jedoch mit Sex und Violence beschäftigen, wollen wir einmal schauen, worum geht es in dem Film eigentlich. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Anthony Burgess. Er spielt in einer nahen dystopischen Zukunft. Hauptcharakter Alex ist Anführer einer Jugendgang, die sich selbst als die Droogs bezeichnen. Sie verbringen ihre Freizeit mit Drogen, Prügeleien, Raubüberfällen und Sex. Als es zu Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe kommt, greift Alex seine eigenen Gangmitglieder an, um diese Unstimmigkeiten zu überwinden. Besonders brutal geht die Gang bei einem Angriff auf ein Künstlerehepaar vor, bei dem die Frau vor den Augen ihres Mannes vergewaltigt wird. Bei einem erneuten Überfall eskaliert die Situation zwischen Alex und seiner Gang. Alex tötet bei diesem Überfall die Bewohnerin. Die Droogs schlagen Alex bewusstlos und liefern ihm so der Polizei aus. Alex wird deswegen vor Gericht gestellt und wegen Mordes verurteilt. Er landet im Gefängnis, wo er sich mit faschistoiden Wärtern und perversen Mitgefangenen auseinandersetzen muss. Ein Ausweg bietet sich für Alex in Form einer Psychotherapie. Diese Umkonditionierung führt jedoch zu schmerzhaften Krampfanfällen und Alex verliert alle aggressiven oder sexuellen Impulse. Ihm fällt es dadurch jedoch auch schwer, Anschluss an die Gesellschaft zu finden. Zurück in Freiheit wird Alex mit seinen Taten konfrontiert. Er trifft auf ehemalige Opfer und seine ehemaligen Gangmitglieder, die sich an ihm rächen. Nach einem Suizidversuch wird sein Fall von den Medien und einem Politiker instrumentalisiert. Am Ende kann er seine sexuellen und gewalttätigen Triebe nicht weiter unterdrücken. Das Experiment ist gescheitert. Alex ist der Erzähler. Wir sehen den Film aus seiner Perspektive. Er ist intelligent, kultiviert und manipulativ. Er ist auf jeden Fall triebhaft, richtet sich gegen die Gesellschaft. Alex ist einfach böse. Nur sein Charisma lässt ihn für den Zuschauer anziehend wirken. Im Film gibt es auch einen kleinen Hinweis, warum Alex wirklich böse ist. Als er von seinen ehemaligen Droogs, die nun Polizisten geworden sind, durch den Wald geschliffen wird, kann man die Dienstnummern der beiden erkennen. Dim hat die Dienstgradnummer 665 und Georgie hat 667. Alex ist ja in der Mitte von den beiden. Das deutet an, dass er die Nummer 666 ist, die Zahl Satans. Gewalt nimmt einen ganz besonderen Stellenwert in den Film ein. Kubrick inszeniert sie ästhetisch, er choreografiert sie durch und manchmal ist sie schon fast comichaft übertrieben. Bis heute ist die Gewalt sehr schwer zu ertragen. Doch gerade diese Überästhetisierung schafft eine Distanz für den Zuschauer, damit er sich mit ihr auseinandersetzen kann. Diese spontane, ungehemmte, rohe Gewalt, die Alex ausübt, wurde von Burgess als Ultraviolence bezeichnet. Frauen sind meistens Opfer oder Lustobjekte in dem Film, darum wird der Film sehr häufig als frauenfeindlich wahrgenommen. Doch die ganze Nacktheit muss im Kontext der sexuellen Revolution der damaligen Zeit gesehen werden. Miniröcke, tiefer Ausschnitt, freie Liebe, das Austesten von Grenzen waren halt neue Dinge zu der damaligen Zeit. Kubrick wechselt darauf oft die Perspektive. Mal ist sie extrem gewaltsam, wie zum Beispiel Vergewaltigung im Theater, oder comichaft grotesk, wie zum Beispiel die Cat Lady, die von Alex mit einer riesigen Penisskulptur erschlagen wird. Die ganze Welt in dem Film ist übersexualisiert. In dem Eingang von Alex Haus ist das Wandgemälde mit Pimmelgraffitis beschmiert, BDSM-Möbel in der Milchbar. Selbst Alex' Mutter, die eine freundliche, kleine Frau ist, trägt groteske Lack- und Lederkleidung. Kubrick zeigt uns eine moralisch verkommene Welt. Wie in Alex' Therapie werden wir in dem Film mit unserer eigenen dunklen Seite konfrontiert, wo Sex und Gewalt nahe beieinander liegen. Kubrick ließ sich von der damaligen Studentenprotestbewegung inspirieren. Er zeigt nur zwei Arten von Gewalt. Einmal eine spontane Gewalt, wie sie Alex in seiner Gang ausübt und wie sie auch damals bei den Studenten ausgeübt wurde, und die organisierte Gewalt des Staates. Der Film behandelt die Frage, kann ein Staat seine Autorität überhaupt behaupten, ohne gewalttätig zu sein? Alex handelt ja auch wie ein Staatsmann, indem er Gewalt ausübt, um seine eigene Autorität durchzusetzen. Also die Gang ist ein Mikrokosmos der staatlichen Gewalt. Dass der Staat gewalttätig ist, zeigt zum Beispiel an den Gefängnisdirektor, der sagt, Auge um Auge, der Staat soll zurückschlagen, oder an den militärisch gedrillten Gefängniswärter, der auch ein bisschen aussieht wie Hitler, oder an der gewaltvollen Vernehmung von Alex, wo gesagt wird, Gewalt schafft noch mehr Gewalt, aber diesmal ist es vom Staat aus. Die Premiere des Films war ein großer Skandal damals. Es führte zu scharfen Kontroversen und in Großbritannien wurde er schnell aus den Kinos genommen und für Jahrzehnte bis zu Kubricks Tod nicht mehr aufgeführt. Man hatte Angst, dass Gewalt akzeptiert wird. Schon schnell wurde der Film mit Verbrechen in der Jugendkriminalität in Verbindung gebracht. Man sprach von Clockwork Gangs oder Clockwork Crimes. Ähnlich wie in der Killerspieldebatte. Was bedeutet der Filmtitel eigentlich? As queer as a Clockwork Orange soll aus dem Londoner Cockney-Slang stammen. Ist ein Wortbild, so ein Objekt, das außen organisch, süß, farbenfroh und voller Saft zu
sein scheint, aber innen nur eine seelenlose Maschine ist. Genauso wie Alex. Nach seiner Therapie benimmt er sich nur wie ein guter Mensch, aber er tut es unfreiwillig. Von außen sieht er ganz normal aus. Aber innen funktioniert er wie eine Maschine. Stanley Kubrick beschrieb den Film in der Saturday Review als A social satire, dealing with the question of whether behavioral psychology or psychological conditioning are dangerous new weapons for a totalitarian government to use to impose vast controls on its citizens and turn them into little more than robots. Wir hoffen, dass euch unser Ausflug in die Abgründe von Clockwork Orange gefallen hat. Seid auch das nächste Mal wieder dabei. You can run, but you can't hide from the ultra violence.